Ja, hallo und herzlich willkommen auch heute wieder von Star Wars Battlefront. Heute will ich euch mal das Thema Arcade zeigen und was es sich dabei handelt. Deswegen springen wir einfach mal hier in die Beta bei Battle Scenarios rein und können hier in dem Fall nur die Dark Side wählen, denn die Light Side, die ist erst beim Release vorhanden. So, jetzt können wir Wipe Den Out, also nehmen wir einfach mal einen bösen Schiff. Schauen wir mal, was da so geht. Selber auch wieder mal noch gar nicht gezockt. Deswegen bin ich da gespannt, was mich da jetzt erwarten wird. Eben natürlich Darth Maul, klar. 25 Clone Trooper, das sollte doch machbar sein. So, da sind schon mal zwei weg. Nochmal zwei. So, da kann man auch das Ganze. Ja, seht ihr schon, wie im Butter geht man hier durch. Also eine saucoole Effektschlacht. Sau nice, einfach umgesetzt. So, und da hat mich ein Thermal Detonator weggemacht. Am Schluss werden es dann immer mehr. Da muss man dann auch mit seinen Fähigkeiten dann arbeiten. So. So, und da haben wir es geschafft. Da waren jetzt so viele da. Da kann man halt einfach mit den Charakteren kann man sich so ein bisschen reingrooven, sag ich mal. In dem Fall war ich wohl nicht so gut. Ich würde einfach sagen, play again. Dann schauen wir uns nochmal die Alternative zu ihm an. Nämlich hier den Rocket Droid. Dann schauen wir erstmal da. Der hat einen Jetpack Boost, eine Rakete aus der Hand und einen Jetpack Dash. Klingt gut. Will ich live sehen. Den Jetpack Dash haben wir gleich mal gezeigt. Nein! Da wollte ich gerade mit dem Jetpack Dash hin. Aber der ist natürlich schon mal was ganz anderes. Da kann man jetzt nicht so einfach rein und schnetzeln. Nein, der hat mir im Nahkampf besorgt. Also jetzt schon ist noch mal eine andere Hausnummer. Aber das ist einfach ganz cool gemacht, dass man da so mit den Gegnern rein, mit den Leuten mal ein bisschen. Defeat, da habe ich das Time Limit nicht geschafft, aber man kann echt da die geilen Fähigkeiten. Ich muss das jetzt nochmal probieren. Allein schon, weil ich die Raketen nochmal testen will. Das ist gut, weil gerade so im Spiel, wenn man dann wirklich die Klasse das erste Mal dann hat, dann kommt man nicht so richtig rein, kann sich noch nicht so reingrooven. Also das ist definitiv viel besser so. Thank you.
ihr seht schon. Ah, das ist gar nicht so leicht. Aber ich glaube, ich muss da den anderen Weg reinnehmen. Bin jetzt eh gleich durch. Das mache ich nochmal. So, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, ich brauche die alle auf einer Stelle und dann hau ich die Rakete denen ums Ohren und dann zack, ja, das Thema erledigt. Dann will ich nochmal mit dem Schiff spielen. Der ist geiler. Ich glaube einfach, der Droid gefällt mir auch gar nicht so gut. Nein, da kommt der mit seiner doofen Granate dann an. Aber wir sind zeitlich jetzt ganz deutlich besser dabei als schon davor. So, die Rakete. Oh, das gibt's doch nicht, diese doofen Granaten in dem Spiel. Alle da draußen so, oh mein Gott, was macht der? Aber es geht hier nicht um den Skill. Es geht hier wirklich darum zu zeigen, was macht das Game, wie ist es? Was kann's? Was kann's nicht? Hey, der Witzka! Okay, der ist. Ich gehe dazu, dass ich den Charakter doof finde, den Droiden. Wir nehmen nochmal den. Der ist geiler. Der kann was. Nicht so wie der andere. Der ist dumm. Also nicht gegen so eine hier, so eine Schlacht an Gegnern. Auf. Wir machen jetzt hier noch einmal mit dem Sith. Da hauen wir dann den Gegner mal noch mal einen ordentlich um den Latz. Allein schon, der bewegt sich schon viel geiler. Er weiß schon, was er will. Der kann's. So, schnell mit der Machtfähigkeit weggemacht. Nein! War zu viel. Aber es läuft. Bisher läuft's. Der ist einfach geil. Der ist geil. Jedi sind super gemacht. Und damit der Machtfertigkeit hole ich sie alle in die Luft und bam, mach sie alle weg. Das ist mal, so läuft's. Cool. Geil, macht Spaß. So, das war's dann auch schon wieder von dieser Folge. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, wir machen es noch einmal, das ist geil. Er ist einfach der Killer. Kommst nicht weg! Wuhu! Die Fertigkeit ist so gut!
Granate! Nein! Ein, zwei Kills davor. So, zack. Geil. Der macht Spaß. Das ist super geil umgesetzt. Der macht richtig Fun, du. Unfassbar. Ja, damit haben wir das abgeschlossen und habt ihr auch mal gesehen, wie kann man denn so ein bisschen in die Charaktere reinschnuppern, ohne dass man jetzt hier großartig sozusagen im Multiplayer bestehen muss. Gerade für so Knups wie mich. Auf jeden Fall sehr nice. Und ja, dabei sind es dann jetzt auch wirklich mal ein Ende, das ich einläuten muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal ein bisschen die Helden zu sehen, beziehungsweise zwei der stärkeren Klassen bei Star Wars Battlefront. Ansonsten wünsche ich euch einfach weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.